also das ist die Geschichte von unheimlichen Orten in Lützen. Überall gibt es unheimliche Orte, wo es geistert und wo Hexen sein und wo der Teufel auf der Molin kommt. Und so ein Ort ist der unheimliche Ort in Lützen. Der Marscher auf Flitt, der hat einmal so einen kleinen Bub gehabt, der hat für ihn die Kirche gehütet und die Schafe und die Ziegen. Und wahrscheinlich haben sie Gänse auch gehabt, weil da ist der Lützener Bach und da haben die Bauern auch Gänse gehabt, dass sie die Federn rupfen für die Betten, verstehst du? Und der Bauer hat den Bauer geärgert, der hat halt etwas gemacht, was nicht richtig war. Und dann hat ihn der Bauer halt mit der Rute eine hinten auf den Popo gegeben und dann ist der Bauer so unglücklich gefallen, dass er sich wehgetan hat und das arme Bierbel ist dann gestorben. Das hat der Bauer aber nicht so gewollt, das ist ein Unglück. Aber der Bauer hat es mit Angst zu dir gekriegt und da gedacht, nein, da muss ich den verschwinden lassen und hat das Bibel irgendwo vergraben, aber nicht im Friedhof, wo geweihte Erde ist, sondern irgendwo außen, irgendwo, wo leer war. Ne? Und das hat er gemacht, damit er mit dem Gesetz nicht in Konflikt ist, weil er sagt, es war ein Unfall, aber wenn es der Richter nicht glauben, dann wird er eingesperrt, es war wirklich ein Unfall. Aber das ist halt einmal so, nicht? Und wie der Bauer dann später gestorben ist, dann musste er umgeistern, weil er eben das kleine Bier umgebracht hat und weil er es eingeschafft hat und nicht in geweihter Erde. Und jetzt musste er umgeistern. Und jetzt in der Nacht, wenn einer heimgeht, dann erscheint dann. Und der hätte gern, dass derjenige, der ihn sieht, für immer Vaterunser beten hat oder ein Engel des Herrn oder so etwas, dann war er erlöst. Aber er findet alle Leute, die besoffen sein und die nicht mehr beten können. Die wissen nicht mehr, wie man der Vaterunser gebetet wird. Und so wird er wahrscheinlich bis zum letzten Gericht umgeistern müssen und dann werden wir euch sehen, was der liebe Gott zu denen sagt, wenn er nachher vor ihm hat. Jetzt und da haben wir ihn auch gemalt. Wie der Bauer mit der Rute den Bibel eine hinten aufgibt. Und da schau mal, wie der Bauer zornig ist, der ganz ein rotes Gesicht. Das ist ein Sanguinier, der ist ganz blutunterlaufen, das Gesicht. Aber so schaut er ein schönes rot-weißes Hemd und grüne Hosen. Und so war er ein feiner Mensch gewesen, aber leider hat er den Unfall gehabt. Und das ist eben die Geschichte von den unheimlichen Orten in Lützen, wo der Bauer allweil noch umgeistert bis zum letzten Gericht.